liebe Kolleginnen und Kollegen, Corona hat es gezeigt, je selbstständiger die Akteure handeln können, umso besser. Und eine selbstständige Schule, das wäre eigentlich das Ideal. Und dafür will ich jetzt werben. Fast 4/5 der 18-Jährigen befinden sich heute in der Schule oder einer schulförmigen Ausbildungseinrichtung. Immer mehr hängen die Zuweisung von Lebenschancen, hängen Zukunftsmöglichkeiten von den Abschlüssen und den entsprechenden Zeugnissen ab. Immer mehr hängt auch die zukünftige Lebensführung von der Schule ab. Die Politik ist daran zu messen, wie weit sie eine gute Schule fördert oder behindert. Durch rechtliche Vorgaben, die sie macht, durch die Mittel, die sie bereitstellt, durch Freiräume, die sie sichert. Politik und die von ihr gelenkte Verwaltung sind immer in der Gefahr, ungutes, altes, obrigkeitsstaatliches, nämlich bevormundendes Denken zu festigen. Oben in den Zentralen, im Kreis der auserwählten Fachleute am grünen Tisch, weiß man selbstverständlich besser als die Betroffenen in der Schule, was für sie gut ist. Man traut den Betroffenen nicht zu, dass sie den Mut hätten und imstande wären, sich ihres eigenen Verstandes ohne Bevormundung zu bedienen. Nach meiner Überzeugung ist es schwierig, wenn nicht gar unmöglich, Selbstständigkeit, Initiative, soziale Fantasie und Vertrauen in die eigenen Kräfte zu wecken und zu fördern in einer Schule, die sich vor allem als eine unselbstständige, nachgeordnete Dienststelle versteht, die immer darauf wartet, was ihr von oben vorgeschrieben wird. Wo in der Regel die eigene Initiative auch der Lehrerinnen und Lehrer nicht ermuntert wird, sondern misstrauisch beobachtet wird, wenn nicht gar im Keim erstickt wird, wo soziale Einbildungskraft kaum herausgefordert wird, weil alles immer schon geregelt ist oder sofort verbindlich für alle geregelt werden soll. Bei den Anforderungen an eine moderne Politik für alle Lernenden geht es nach meinem Verständnis um die Bedingungen der Möglichkeiten für eine Pädagogik, die dem Aufwachsen und Aufwachsen werden in der Welt von heute wirklich nützt und die Kinder und Jugendlichen, so gut wir es denn können, vorbereitet, in der Welt von morgen nicht nur irgendwie zu überleben, sondern den Herausforderungen gewachsen zu sein, die dann sicherlich auf sie warten werden. Die Kinder, die am 17. August in unsere Grundschule eingeschult wurden, werden im Jahr 2045 30 Jahre alt sein. Sie werden mitten im Berufsleben stehen und unsere Rente verdienen müssen. Sie werden die zerstörten Wälder wieder aufforsten. Sie werden verseuchten Böden, Grundwässer und Flüsse retten. Sie werden immer mehr Fremde integrieren. Sie werden Verantwortung für die Folgen von Maßnahmen übernehmen müssen, deren Urheber sie nicht waren. So werden sie zum Beispiel auch die Schulden bezahlen müssen, die wir jetzt machen. Stimmt es denn, dass die Erfahrungen, die sie jetzt als Kinder und Jugendliche machen, die Bedingungen, unter denen wir sie aufwachsen lassen, die Erziehung, die wir ihnen zu Hause oder in der Schule bewusst und planmäßig oder unbewusst und gedankenlos angedeihen lassen, sie fähig machen werden, diesen Herausforderungen einigermaßen gewachsen zu sein? Ich sage nein. Wir brauchen eine neue Schule. Die Politik muss sich selbst, muss die Verwaltung jedoch klar machen, dass die notwendigen Veränderungen in der Schule nicht mehr nach einem Einheitsschema, nicht mehr am grünen Tisch zentral geplant werden können, so beunruhigend, ja vielleicht beängstigend, das für eine ordentliche Verwaltung, aber vermutlich auch für viele Schulleiterinnen und Schulleiter ist. Dass Schulen sich nur selbst verändern können, dass dieser Veränderungsprozess von oben höchstens angeregt, aber eben nicht stellvertretend vollzogen werden kann, ist jedem erfahrenen Lehrer klar. Selbstvertrauen, Neugier, Lernlust, geistige Beweglichkeit, Einfallsreichtum, aber auch Anstrengungsbereitschaft, Belastbarkeit und Zähigkeit des späteren Erwachsenen hängen sehr eindeutig mit den Erfahrungen zusammen, die man als Kind oder Jugendlicher mit der Meisterung kindlicher und jugendlicher Lebensaufgaben in der Zusammenarbeit und im Umgang mit anderen macht. Da geht es zum Beispiel um die tagtägliche Erfahrung, ob hier wirklich Rücksicht auf die Schwachen genommen wird oder ob nur so geredet wird,
ob hier Anderssein respektiert wird, ob Reden und Handeln übereinstimmen. Da geht es aber auch um Erfahrungen wie, ich kann etwas, was wirklich nützlich ist, ich werde gebraucht. Hier geht es um Zukunftsfragen und damit auch um meine Zukunft. Hier geht es nicht nur darum, dass ich den Erwartungen gemäß funktioniere, dass ich schon lange Bekanntes aufnehme und möglichst frei wiedergebe. Die Aufgabe der Schule ändert sich mit den sich ändernden Lebensumständen und Rahmenbedingungen, unter denen Kinder und Jugendliche aufwachsen. Wie sehr sich diese Rahmenbedingungen in den letzten 50 Jahren gewandelt haben, ist jedem klar. Sicher kann man nichts verstehen, ohne etwas zu wissen, aber man kann vieles wissen, ohne etwas zu verstehen. Wissen, das nicht dem Verstehen dient, ist unfruchtbar. Verstehen heißt auch immer, in größere Zusammenhänge einordnen, mit sich selbst und seinen Erfahrungen in Verbindung bringen. Auch diese Einsicht hat unmittelbare Folgen für die Schulen. Die Schule muss lernen, so viel Wissen wie möglich durch Erfahrung zu ersetzen. Es geht zum Beispiel um forschendes Lernen, um handelndes Lernen, um Lernen durch Versuch und Irrtum. Es geht um Lernen in Zusammenhang mit den eigenen Erfahrungen, die man macht, wenn man etwas herstellt, etwas darstellt, etwas organisiert und so weiter. Eine Schule, die andere Formen des Lernens ermöglichen will, muss auch Abschied nehmen von der Vorstellung, dass alle zur gleichen Zeit oder gar im Gleichschritt das Gleiche lernen müssen. Schulen müssen Orte werden, wo Kinder und Jugendliche immer wieder erfahren können, dass es nicht nur um die Weitergabe von Wissen, sondern auch um Schlüsselfragen der Gegenwart und Zukunft und die Schicksalsfragen der Menschheit geht. Aber wir sollten auch wissen, eine Schule, die das Selbstvertrauen ihrer Schülerinnen und Schüler fordern will, muss Vertrauen in sie setzen. Sie wird ihnen Aufgaben geben, die für sie erfüllbar sind, die sie andererseits aber auch angemessen fordern und ihnen die Erfahrung zunehmender Kompetenz ermöglichen. Kinder- und jugendgerechte Schulen werden uns nur gelingen, wenn in ihnen Erwachsene arbeiten, die einerseits über die Themen, die sie dort vertreten wollen, wirklich souverän und gelassen verfügen und zugleich erfüllt sind von ihnen, sodass sie Kinder und Jugendliche anstecken können mit der Überzeugung, dass es sich lohnt, sich auf den mühseligen Prozess des Aneignens von Welt einzulassen. Anders gesagt, wir brauchen Erwachsene, die ihren pädagogischen Beruf nicht als Last, sondern als Lust empfinden, die für die Kinder Vorbild sind. Es gibt allerdings Rahmenbedingungen, unter denen die Entwicklung der Schule zu einer kinder- und jugendgerechten Schule sehr erschwert oder behindert wird. So werden unsere Schulen von zwei Behörden reglementiert. Vom Bildungsministerium, das die Lehrpersonen einstellt und den Unterricht regelt, vom Schulträger, Land, Stadtverband, Regionalverband, Stadt bzw. Gemeinde, der für Gebäude, Lehr- und Lernmittel, Hausmeister, Reinigungspersonal und Sekretariat zuständig ist. Hier ist nicht der Raum, Beispiele von Überreglementierung durch Schulträger sowie Kultusbehörde anzuführen. Nur so viel. Bei Veröffentlichung meiner Schrift Schuljahr bitte im Jahr 1985 umfasste die Sammlung der saarländischen Schulgesetze 5 Bände mit also 2000 Seiten. Jetzt sind es 6 dicke Bände mit 5000 Seiten. Also ich glaube, das ist übertrieben. Ein Vergleich, die 10 Gebote Gottes passen auf eine Seite. Das Bestreben, überall dasselbe gleichzeitig durchzuführen, kann wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort nicht erfolgreich sein. Liebe Zuhörer, ich kenne Schule seit 1944 und kann Ihnen versichern, dass auch vor 76 Jahren ohne die vielen Vorschriften in der Schule bestimmt nicht weniger gewissenhaft oder weniger geordnet gearbeitet wurde. Der Gefahr einer bis ins Groteske überreglementierten Schule in ein juristisches Korsett eingezwängt, können wir nur durch die selbstverwaltete Schule entgehen. Erziehung und Bildung der Heranwachsenden erfordern heute mehr denn je zuvor, ihnen zu helfen, sich selbstständig zu orientieren, selbstständig zu denken, zu urteilen und zu handeln und ihr Leben in eigener Verantwortung und zugleich Staat und Gesellschaft verpflichtet zu führen. Wie diese Ziele am besten erreicht werden können, muss die zentrale Frage sein. Naiv wäre es anzunehmen, dass Selbstständigkeit der Heranwachsenden Wirklichkeit werden könnte, wenn sie von ihnen nicht bei den Erwachsenen erfahren würde.
Die Erziehenden selbst müssen Selbstständigkeit in sich entwickeln haben, sie müssen sie vorleben. Dieser Zusammenhang macht das Stärken von Schulselbstständigkeit unerlässlich. Die Stärkung selbstständiger und selbstverantworteter Wahrnehmung des Bildungs- und Erziehungsauftrages erfordert selbstverständlich eine verstärkte Zusammenarbeit innerhalb der Schule. Es liegt im Interesse des einzelnen Menschen wie dem der Gesellschaft, eine alles handeln, normierende und bürokratisch regelnde zentrale Macht zu vermindern und Prozesse zu stärken, in denen die Bürger Fähigkeiten zu mehr Selbststeuerung ihres Lebens entwickeln. Schulautonomie ist Teil dieser Idee einer der Würde des Menschen gerechter werdenden Regelung des Lebens. Hinzu kommt, dass die große Mehrheit der Entscheidungen, seien sie pädagogisch, personell, organisatorisch, baulich oder finanziell, vor Ort lagegerechter und damit wirksamer getroffen werden, als das durch eine zentrale Verwaltung möglich ist. Herr Fraktionsvorsitzender, ich muss darauf hinweisen, dass Ihre Redezeit zu Ende ist. Ich komme auch zum Ende. Wir sollten sofort tun, was nötig ist, und wir sollten uns nicht entmutigen lassen, wenn nicht alles sofort erreicht werden kann. Aber wir müssen dringend anfangen, Leuchttürme zu setzen, Leuchttürme, die ein Signal geben. Es gibt keine bessere Investition in die Zukunft unseres Landes, Ihre Redezeit als die heranwachsenden Menschen vorzubereiten, ihre Zukunft zu meistern. Glück auf!